Heyo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Plan, ich gehe gleich erstmal frühstücken im schwedischen Möbelhaus, extra den Namen nicht nennen, ne? Nach einem neuen Schreibtisch schon mal gucken oder gucken, ob ich ganz normal über Arbeitsblatt und zwar ein paar Füße drunter schraube. Das wird mir zu klein und ich brauche einen anderen Schreibtisch, wo ich praktisch einen für meinen zum Zocken und zum Cutten und Streamen sozusagen und den anderen Platz für Papierkram. Und jetzt aktuell Bewerbung schreiben kann, wo ich den Lappy dann einfach hinstelle. So. Halt so für solche kleinen Kram. Scheiße. Und man merkt, dass sie jetzt langsam aufmachen. Auf einmal kommen sie alle aus den Löchern gekrochen. Ja, danach mal gucken. Also als erstes mache, ob ich dann noch mit dem Tisch warte, mit dem Aufbauen oder, ne, dann halt erst Bewerbung schreibe oder erst Dinges mache, erst den Tisch aufbaue, mir alles mal umstelle. Schauen wir mal. Ich werde jetzt reingehen, frühstücken. Ich glaube, da war es nicht so toll mit der Kamera. Ich glaube, da hatten die ein Problem mit, steht glaube ich irgendwo extra dran. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Mit Berichterstattung, ob es einen Tisch gibt oder beziehungsweise ob ich überhaupt direkt einen mitgenommen habe oder nicht. Fertig, gefrühstückt. Im Baumarkt nochmal geguckt, da kriege ich meine Sachen nicht mit, also keinen Tisch gefunden. Für selber bauen, Auto zu klein, ich kriege die Materialien gar nicht alle rein. Also muss das ein bisschen warten. Da habe ich mal erstmal noch ein bisschen Geld woanders rein investiert, weil mich halt dieses scheiß Dinges. Scheiß Kabel vom Headset immer abgefuckt hat, aber fragt nicht wie. Ich hatte übergangsmäßig, ich glaube irgendwo hatte ich es vorgestellt, ja, von Klim, heißt das ja, so ein Startup-Unternehmer, das Klim Impact, geholt, einfach weil es auch Surround hatte. War nicht schlecht, aber du merkst das vom Gewicht, ich fand das jetzt nicht so angenehm vom Tragekomfort. Und das scheiß Kabel hat einfach abgefuckt, ne? Der. Ich habe jetzt für. Schlag mich tot. Ich nenne den Preis jetzt selber nicht. Halb könnt ihr ja selber googeln oder ich packe einen Link unten in die Beschreibung von Corsair. Machen wir es einmal so. Nennt sich ganze Void Pro mit RGB. Das heißt, ja gut, RGB-Beleuchtung ist wahrscheinlich nur an der Seite, ist das das Logo von Corsair. Das hier auch schön leicht trotzdem noch. Und zwar. Und Corsair weiß ich jetzt zum Beispiel, bieten die Software, die habe ich sowieso schon drauf, weil ich ja die Tastatur, die Maus, alles darüber einstelle. Jetzt kann ich nämlich nebenher noch mein Headset darüber auch dann noch einstellen. Und das Ding müssen wir noch ausprobieren. G-Update? Läuft 7.1 Headset? Wireless? Wir zocken PUBG. Und dann schauen wir mal, was wir gleich noch machen. Bis dahin sag ich jetzt mal tschüss.